Hallo, willkommen zu einem etwas anderen Video. Ja, dieses Video wird ein Trip Report von unserem Zuhause nahe Düsseldorf. Wir fliegen morgen früh in ein paar Stunden nach Gran Canaria. Ich möchte euch einfach mitnehmen, Trip Report Düsseldorf. Bis zum Ende dieses Videos möchte ich euch die Aussicht präsentieren, die wir von unserem Hotel haben. Was habe ich in diesem Video vor? Flughafen Düsseldorf, wir müssen rein, einschicken, ich lasse den Start in Zeitraffer laufen. Wenn wir oben in der Luft sind, erzähle ich euch was über unser Hotel, wo wir unseren Aufenthalt genießen werden. Es ist nicht das Hotel Servatur Waikiki. Wenn euch das aber interessiert, oben in der Ecke seht ihr gerade den Link zu diesem Video. Wir waren öfter auf Gran Canaria, könnt ihr schon sehen. Ich freue mich unwahrscheinlich, dieses Hotel, à la Bonheur. Noch was, Jörg und Fabio Klein im Golden Moments, da haben wir auch irgendeinen getroffen, den ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Wenn euch das Video interessiert, auch das seht ihr jetzt oben. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt fertig machen, müssen noch ein klein wenig Schlaf finden. Wenn ihr möchtet, den YouTube-Kanal TV Solution dürft ihr natürlich gerne abonnieren. Einfach auf das Abonnierzeichen drücken und das Ganze ist natürlich kostenlos. Ja, wie ihr hier seht, Koffer selber sind fast gepackt. Ja, wir machen uns jetzt fertig, müssen noch ein bisschen Schlaf finden und dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter auf dem Weg Richtung Düsseldorf. Ja, aber eine Sache muss ich dann doch noch machen, Kofferbänder beschriften. Okay, Topes und so weiter. Tja, 3:30 um 4 Uhr werden wir abgeholt und ins Taxi verladen und dann geht's los. Ja, auf geht's Richtung Airport. Begonnen, aber ich befürchte das Allerschlimmste. Guck mal, was da steht. Ich zoome euch das Ding mal ran. Ich befürchte, das ist unser Flugzeug. Ich will mit dem fliegen, neutral. Was soll ich denn mit der Heja BVB? Oh, da kann der Urlaub ja schon gut losgehen. We'll be right back.
Die Hälfte der Flugzeit haben wir hinter uns. Wir sitzen im Übrigen in einem Airbus A320, der Mannschaftsflieger von Borussia Dortmund. Ja, gut gefüllt, aber nicht voll. Fast voll. Tja, was machen wir? Wir sind dieses Jahr im Hotel Maritim Playa. Ich bin im November letzten Jahres schon mit Roland Christ, dem Geschäftsführer vom Hotel Maritim Playa, durch das Hotel marschiert. Den Link dazu findet ihr oben in der Ecke. Tolles Video, schaut es euch an. Wenn euch das Maritim Playa interessiert, das Video kann ich nur empfehlen. Apropos empfehlen, eine weitere Empfehlung, wenn ihr Tapas essen möchtet in Playa del Inglés. Birgit Bebensee hat mit ihrer Tochter Bianca das Shorties, eine Top-Tapas-Bar. Die haben auch schon von Deutschland aus auch wieder Tische, mehrere Abende reserviert. Ja, die beiden Tipps, die wollte ich euch geben. Wir haben noch 2 Stunden Flugzeit ungefähr vor uns. Ich führe euch jetzt gleich noch die Landung und dann bin ich mal gespannt, ob wir da sind und unser Gepäck auch. Wir wissen es nicht, wir schauen. Okay. Tja, wir sind gerade gelandet. Zeigen wir nochmal in den BVB-Flieger. So sieht er aus, der Mannschaftsbus. Mannschafts-Airbus, Entschuldigung, von Borussia Dortmund. Imposant ist das Ding in der Luft. Müssen wir dann doch sagen. Als neutrale Fußballzuschauer dürfen wir das sagen, oder? Das ist eine gute Frage. Wer hat hier Vorfahrt? Bus oder Airbus? Sehr gute Frage. Ah, da kommt das Airbus hier nochmal. Da kommt das, zeige ich euch auch noch hin. Mannschafts-Airbus. Tja, jetzt gehen wir rein. Heißt natürlich, hoffen, dass unsere Koffer auch da sind, nicht nur wir. So, Türchen geht auf. Ja, hoffentlich sind unsere Koffer da. Ja, Hotel Maritim Playa, hatte ich euch gesagt, haben wir gebucht. Wir haben direkt beim Hotel gebucht, nicht über einen Reiseveranstalter. Das hat den Vorteil, in dem Reisepreis ist auch schon der Shuttle-Service enthalten. Das heißt, ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht zu lange mit der Barcode-Geschichte. Oh ne, das ist aber richtig leer. Das ist richtig leer. Barcode müssen wir da hinten vorzeigen. Das haben wir hier aber auch schon voll erlebt. Das scheint recht schnell zu gehen. Ja, wenn wir am Kofferband sind, rufe ich am Hotel an. Dann fahren die Kollegen vom Hotel Maritim Playa los, holen uns ab. Die Begrüßung durch den Abholer werde ich natürlich nicht filmen. Natürlich ist gut. In Absprache mit dem Hotel werden wir auf diese Aufnahmen verzichten. Ja, wir machen jetzt eben die Geschichte mit dem QR-Code. Und dann geht es gleich weiter. Tja, Koffer sind da. Ich habe ein Glück, habe ich bisher noch nie gehabt. Mein Koffer war der erste. Püppis Koffer war, glaube ich, der 5. oder 6. Die anderen prügeln sich da hinten noch. Aber ja, viel Spaß beim Prügeln. Wir haben unsere Koffer, sind da, Gott sei Dank.
Urlaub kann beginnen. Wir gehen raus. Wenn ihr im Übrigen mal sehen möchtet, wie dieser Flughafen komplett aussieht, wenn ihr landet, wie ihr durchgehen müsstet, dieses Video seht ihr jetzt gerade oben in der Ecke. Raus. So, ab jetzt mache ich aus, weil ich hatte ja auch gesagt und versprochen, die Abholung filme ich nicht. Jetzt ein Meterchen nur eben. So, da sind die Touristen, die sich hier an ihren Reiseveranstalter wenden müssen. Wir nicht. Ich mache jetzt aus. Tja, Shuttle Service war echt super. Keine große Wartezeit. Jetzt sind wir da. Jetzt werden wir mal einchecken. Und dann zeige ich euch ganz kurz unser Zimmer. Und dann die versprochene Aussicht. Da warte ich schon seit Wochen, Monaten drauf, diese Aussicht wieder genießen zu können. So, hier sind wir in Rolands zu Hause. So, angekommen sind wir. Zimmerkarte haben wir. Dann wollen wir mal schauen, was uns erwartet. Koffer lasse ich gut stehen. Ja. Ja, Zimmer, schaut es euch an. Das ist eine kleine Wohnung. Das ist einfach eine kleine Wohnung. Und jetzt komme ich zu dem Highlight, den ich euch ganz am Anfang des Videos versprochen habe. Und dazu müssen wir mal Klamotten ablegen und hier rausgehen. Jetzt schaut euch diese Aussicht mal an. Tja, bevor ich euch jetzt anderthalb Minuten Aussicht aus dem Maritim Playa zeige, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich danke fürs Zuschauen, das war unser Trip Report. Düsseldorf Flughafen bis Gran Canaria ins Hotel Maritim Playa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und ja, Kanal abonnieren hatte ich glaube ich schon erwähnt. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos. Viel Spaß mit den Bildern von der Aussicht Maritim Playa, Playa del Inglés.